Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Lecture in Filmreihe, die sich, wie Sie wissen, mit Pier Paolo Pasolinis Kino befasst und das Ganze unter dem Titel Die Revolution findet trotzdem statt. Und toll, dass Sie dem tollen Sommerwetter so trotzen, denn die Kinovorführung und die Lecture findet trotzdem statt, auch wenn die Referentin, das haben Sie sicher gelesen, leider sich den Arm gebrochen hat und jetzt im Krankenhaus ist und uns deswegen ganz kurzfristig absagen musste. Ursula Frohne, Kunstgeschichtlerin von der Uni Köln, wäre sicher ein ganz großes Highlight dieser Reihe gewesen, die wir ja auch interdisziplinär immer anlegen. Wir freuen uns sehr. Regine Prange hat viel Kontakt mit ihr gehabt in den letzten Tagen und hat eine Einführung gestaltet, die hoffentlich dem nahe kommt, was wir sonst von ihr erfahren hätten. Da bin ich ziemlich sicher. Sie wird ihr Bestes geben jedenfalls und nachher dann auch noch eine kleine Diskussion dann eben mit Ihnen halten, wenn Sie denn Fragen haben zu diesem Film, der wirklich eine Seltenheit ist. Denn L'Arabia ist ja nie fertiggestellt worden in dieser Form, wie wir ihn, wie Pasolini ihn beabsichtigt hat sicherlich. Und das wurde dann vollendet im Jahr 2008 von Giuseppe Bertolucci. Und genau diese Fassung, L'Arabia di Pasolini, dieses di Pasolini wurde dann eben angehängt im Titel, ist jetzt die, die tatsächlich verfügbar ist. Und zwar auch nur bei der Luce Cinecittà in den Archiven. Und sonst wäre der gar nicht zu kriegen. Und das ist wirklich ein, es hat einiger Verhandlungen bedurft, dass die den rausgerückt haben. Dementsprechend ist das heute eine wirklich seltene Veranstaltung, die Sie hoffentlich genießen werden. 35 mm natürlich im Original mit englischen Untertiteln. Wie immer haben wir auch ein Begleitprogramm zu unserer Reihe, das kennen Sie, mittwochs und samstags. Das ist in diesem Monat Juni Dokumentarfilm zu Pasolini gewidmet. Da haben wir jetzt am Samstag nochmal ein ganz spannendes Double Feature für Sie im Programm. Zwei Filme, die sich mit Pasolinis Tod bzw. den Ermittlungen zu seinem Tod beschäftigen. Er hat ja 40. Todestag dieses Jahr, er wurde damals gewaltsam ermordet am Strand in Ostia von angeblich einem Stricherjungen, 17 Jahre alt, aber angeblich gibt es eben auch noch weitere Hintermänner. Und wir zeigen eine ganz, ganz wundervolle Doku aus dem Jahr 1981 aus Holland. Und jetzt, vor 3 Jahren, ist eine weitere Doku in Deutschland entstanden, die sich mit der Neuaufnahme des Prozesses befasst. Denn tatsächlich, man sollte es nicht glauben, dieser Prozess ist immer noch nicht beendet, mit der sich mit dem Tod Pasolinis beschäftigt. Und als kleiner Ausblick bereits für den Juli, unseren Abschlussmonat dieser Lecture-Reihe, etwas wirklich Außergewöhnliches aus dem Fokus, aus dem Umfeld Pasolinis. Da wechseln wir nämlich dann in unsere Late-Night-Schiene und zeigen Ihnen Nunsploitation-Kino. Das ist Kino Exploitation trifft Nonnen im italienischen Kino der 70er. Das ist Sex and Crime. Und das war ein Kino, was Pasolini auf jeden Fall beeinflusst hat, beiderseits. Sowohl das Kino ihn als auch er dieses Kino. Und da zeigen wir einige sehr seltene Kopien. Allen voran die digitalisierte und restaurierte Version von Flavia, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, in der auch ungekürzten Fassung. Ein Kino, das man sicherlich sonst gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich muss gestehen, ich kannte es vorher überhaupt nicht. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen an diesem Abend. Regine Prange hat das Wort. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie und möchte mein Bedauern ausdrücken, dass Sie heute mit mir Vorlieb nehmen müssen und dass wir den Vortrag meiner Kollegin heute nicht hören werden. Und ich möchte doch die Gelegenheit nutzen, Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf das Œuvre von Ursula Frohne zu richten, das vielen von Ihnen sicherlich bekannt ist. Ursula Frohne ist eine Expertin der Videokunst, der kinematografischen Installation, also Kunst von Kunstgattungen, die zeitbasiert sind und die den Film auch als Grundlage haben. Sie ist darüber hinaus aus der Kunstgeschichte heraus eine Expertin auch für den Kinofilm. Und ich möchte aufmerksam machen auf eine Publikation, die gerade im Erscheinen ist, ein Aufsatz, der auch eben sozusagen die Thematik, ihr Expertentum für unsere
Thematik deutlich macht, der Titel Ihres Aufsatzes »This is not a time for dreaming«, das Kino als Pathosformel revolutionärer Kräfte. Und das wird erscheinen in dem Zusammenhang, in dem zusammen mit Miriam Haber herausgegebenen Band Display Dispositiv Ästhetische Ordnungen. Ich glaube, das ist jetzt nicht vollständig, also wird bei Fink Verlag, beim Fink Verlag herauskommen. Das in Kürze zu Ursula Frohne. Ich kann mir hier nicht anmaßen, nun irgendwie einen Ersatz für Ihren Vortrag zu machen, zumal ich auch gar nicht die Fassung, die wir heute sehen werden, Bertoluccis Rekonstruktion der autonomen, der eigentlichen Fassung von Pasolinis Film in voller Länge, die ist mir nicht zugänglich gewesen, die ist auch nicht zugänglich. Und ich habe deshalb meine Einleitung, die Einführung in den Film auf die historische Fassung, also die in den Kinos 1963 für kurze Zeit gelaufen ist, gestützt und eben meine Sichtung dieser historischen Fassung. Der Zorn, La Rabbia, ist nach der christlichen Soziallehre eine der sieben Todsünden. Auch das geistige Ideal des Wissenschaftlers, sine ira et studio, setzt nach der dieses geistige Ideal des Wissenschaftlers, sine ira et studio, nach der Wahrheit zu streben, stellt dem Ausleben dieses Gefühls ein schlechtes Zeugnis aus. Demnach führt nur die kühle, rationale Denkbewegung zur Erkenntnis. Pasolini aber, so Carsten Witte, hat zur Quelle seiner Inspiration den Zorn gemacht. Er hat ihn zu einem, Zitat, neuen und poetischen Affekt, der sein Werk in allen Bereichen, vom Gedicht zum Gemälde, vom Essay zum Spielfilm, vom Leitartikel zur Kritik, vom Aufsatz zum Aufruhr durchzieht, gemacht. Die Empörung gegen den faschistischen Vater, die Empörung gegen die linke Resistenza, die seinen Bruder tötet, die Empörung gegen die heuchelhafte Sexualmoral der Kirche sowie der kommunistischen Partei, die Empörung gegen den Konsumismus, die Abtreibung, die langen Haare, die Empörung über das Verschwinden der Glühwürmchen im industrialisierten, verstädterten Italien der 60er Jahre, nie beruhigte sich Pasolini wieder. Im Gegenteil, er schäumte oft über. In seine Texte floss der Zorn wie Körpersekret ein. Zitat Ende. Auch die Protagonisten seiner Filme, mit denen er immer ein Stück weit identisch ist, rebellieren mit einem Zorn, der sich als unmittelbarer, sinnlicher Impuls, als physische Ekstase zeigt. Zu erinnern ist an den von Franco Citti gespielten Ödipus, dessen Vatermord Pasolini geradezu zelebriert in der Darbietung ausdauernder und immer wieder neu entfachter extremer Aggressivität. Medea wäre eine weitere Figur aus dem Mythos, deren Zorn ins Unermessliche wächst. Im Bereich der zeitgenössischen Milieustudie ist es Akatones Gewaltbereitschaft gegen den Schwager, der ihm den Kontakt zu seinem Kind verwehren will, gegenüber den Polizeibeamten, die ihn schikanieren. Der Zorn ist in diesen, wie in vielen anderen Filmbeispielen, nicht bloß als eine subjektive Affektäußerung zu sehen, sondern auch als berechtigte Gegenwehr gegen Gewalt im politischen Sinne. La Rabbia thematisiert diesen politischen Sinn des Zorns seitens Pasolini als Medium oder Quelle revolutionärer Widerständigkeit, ohne dass er hier, wie im Spielfilm, körpersprachlichen Ausdruck durch schauspielerische Arbeit fände. Ursula Frohne ist es zu verdanken, dass wir diesen zu seiner Zeit wenig geschätzten und auch später kaum wahrgenommenen Film hier zeigen und besprechen können. Einen Film, der in Reinform sozusagen Pasolini als politischen Denker und Zeitzeugen dokumentiert. Anders als bei den anderen Dokumentarfilmen Pasolinis, von denen wir einige gesehen haben, zum Beispiel Sopra Luoghi, die Palästina von 1965, Appunti, di un film sull'India von 1968 oder aber Comizi d'amore von 1965, handelt es sich hier in La Rabbia um einen Kompilationsfilm, das heißt, er besteht aus schon gedrehtem und vorgeführtem Film- und Fotomaterial, das weitgehend aus Wochenschauen montiert worden ist. Pasolini selbst beschrieb seinen Film etwas abwertend. Ein, Zitat, mehr journalistisches Werk als ein kreatives, mehr ein Essay als eine Erzählung.
Da der Essayfilm just in den 60er Jahren zu einem etablierten Format des Experimentellen, die konventionellen Formen des Dokumentarfilms wie des Spielfilms in Frage stellenden Kunstfilms wurde, nachdem schon Hans Richter 1928 dem Essayfilm einen Aufsatz gewidmet hatte, mag man Pasolinis bescheidener Zurückhaltung nicht ohne weiteres folgen und La Rabbia gerade wegen seiner essayistischen Qualität besonders neugierig betrachten, zumal Pasolini an anderer Stelle durchaus stolz bekennt, Zitat, mein Ehrgeiz war die Erfindung eines neuen Genres, ein Film als ideologisch-poetischer Essay. Zitat Ende. In der Tat manifestiert sich die literarische Qualität des Essayfilms im sogenannten Vococentrism, in der Priorität des aus dem Off eingesprochenen Textes über die visuellen und musikalischen Elemente, obgleich die letzteren beiden durchaus einiges Gewicht haben. Pasolinis eigene Verse, gesprochen allerdings nicht von ihm selbst, sondern von dem Maler Renato Guttuso und dem ebenfalls befreundeten Schriftsteller Bassani, kommentieren oft mit lyrischem Ausdruck die Wochenschaubilder. Ihre Stimmen sind Trägermedien der poetischen Rage gegen das, was nach Krieg und Nachkriegszeit gemäß Pasolinis Worten eintraf. Die Normalität, das heißt die Gleichgültigkeit der Wohlstandsgesellschaft gegenüber dem nach wie vor herrschenden Rassismus, dem nach wie vor stattfindenden Krieg, dem Elend und dem Freiheitsstreben der Dritten Welt. Dem ästhetischen Konzept des Kompilationsfilms in den 60er Jahren wollte Ursula Frohne einen Teil ihres Vortrags widmen, den wir hoffentlich in Zukunft einmal nachlesen werden können. Ich beschränke mich hier notwendigerweise auf einige Angaben und Überlegungen zu Pasolinis Film, den ich, wie gesagt, nur in seiner historisch überlieferten rudimentären Form mit 50-minütiger Länge kenne. Das ist dieses rechts zu sehende Cover der DVD. Also aus der zweiteiligen Version, die 1963 in die Kino kam und auf YouTube heute zugänglich ist. Ich entschuldige mich für die schlechte Bildqualität und die spanischen Untertitel, die Sie dann sehen werden. Links ist das Cover jetzt zu der nicht verfügbaren DVD von Bertoluccis Film. Ich benenne kurz die Umstände der Entstehung dieses Films von 1963, eines Filmes, der in Pasolinis Werk Solitär dasteht. Und ich beziehe mich hierbei vor allem auf den Aufsatz von Peter Kammerer in dem von Christoph Klimke 1988 herausgegebenen Sammelband Kraft der Vergangenheit. Außerdem auf einen längeren Aufsatz von Witte. Der Produzent Gastone Ferranti, der mit der Wochenschau Mondo Libero sein Geld verdient hatte und das Material noch einmal verwerten wollte, war an Pasolini herangetreten und hatte ihm den Vorschlag gemacht, die in den Wochenschauen dokumentierten irdischen Ereignisse mit den Augen eines Marsmenschen gleichsam zu sehen. Pasolini nahm den Vorschlag einer solchen Kosmogonie auf, doch Ferranti war unzufrieden mit dem Ergebnis und kam auf die Idee, Pasolinis Filmpoem, das von einer marxistischen Position aus die Spaltung der Gesellschaft in Reiche und Arme anklagt, durch eine rechtsgerichtete Position zu ergänzen, um vor der drohenden Zäsur Ausgewogenheit zu erreichen. Er beauftragte den durch Don Camillo und Peppone berühmt gewordenen antikommunistischen Satiriker Giovanni Guareschi, einen zweiten Teil zu produzieren. Pasolinis Film wurde gekürzt, allerdings gibt es dazu divergierende Angaben. Ursula Frohne hätte darüber sicherlich uns aufklären können. Also Pasolini hat andere Angaben gemacht, als man sie in der Literatur liest. Also das ist etwas unklar, zu welchem Zeitpunkt eigentlich Guareschi aufgetreten ist. Eigentlich liest man, dass sie schon gemeinsam produziert haben, dann aber heißt es wieder, sozusagen der fertige Film ist dem Produzenten vorgeführt worden und dann erst kommt Guareschi zum Zuge. Also das ist etwas unklar. Guareschis Film als zweiter Teil des dann in die Kino gekommenen Films bezieht sich teilweise mit aufschlussreichen Differenzen auf dieselben Ereignisse und dieselben Wochenschauen wie Pasolini. Aber das geschieht hier in einem unverblümt propagandistischen Ton mit offen rassistischen, ja unverstellt faschistischen Argumenten, während der Marxist Pasolini eher mit den Waffen der Poesie auftritt. Er selbst spricht von einem Sentimento Poetico, das ihn bei der Montage des Filmmaterials angeleitet hätte, also dass er auch jenseits von Chronologie und logischen Zusammenhängen beansprucht.
Beide Autoren stellen sich der zu Beginn des Films gestellten Frage, die Sie unten auf diesem Plakat auch lesen können: Warum ist unser heutiges Leben beherrscht von Unzufriedenheit, von Furcht, von Angst vor dem Krieg und vom Krieg selbst? Ich komme kurz auf Guareschis Teil des Films zu sprechen, bevor ich mich ausführlicher durch Pasolinis Film hindurch bewege. Das erste Filmbild zeigt die exzessiven Bewegungen der Musiker eines Rockkonzertes, inkunabel dessen, was Guareschi als das moderne, vermeintlich freie Leben bezeichnet, das in Wahrheit die Ängste schürt, da es nicht mehr an den haltgebenden Kodex der aristokratischen und bürgerlichen Werteordnung gebunden ist. Später wird der Tanz in einer Diskothek als Ausdruck frenetischer Angst des einsamen Menschen in der Masse gedeutet. Das von den Wundern der Technik und der Wirtschaft und vom Wunder der sexuellen Befreiung vermeintlich profitierende Alltagsleben zersetze die Familie als Basis der Gesellschaft. Ich erinnere an Comizi d'Amore, wo ein Familienvater am Strand dieses konservative Konzept ebenfalls predigt, interviewt von Pasolini selbst. Unten hier sehen wir Toto in einer komischen Rolle als Wahlbürger, Exempel für das Wunder der Politik, die von Guareschi, der sich offenbar die Zeit Mussolinis zurückwünscht, in Zweifel gezogene Demokratie. Ganz besonders indigniert kommentiert er neben der Unvermeidlichkeit des Sexappeals im gewöhnlichen heterosexuellen Sinn das Aufkommen bzw. die Sichtbarkeit eines sogenannten dritten Geschlechts, das in die Institutionen der Kultur hineindränge. Also Homosexualität und Transsexualität wird hier angeprangert. Der Filmtitel La Rabbia wird von Guareschi, wie zu erwarten, nicht etwa auf die Legitimität einer Opposition gegen falsche, zerstörerische Autoritäten bezogen, sondern auf die von ihm beklagte Rachsucht der Opfer. Vendetta ist das Stichwort. Die Errichtung der Mauer 1961, man sieht hier die Flucht vor dem Bau und unten dann die fertige Anlage, erfolgte demnach aus einer solchen Rachsucht heraus, ebenso aber die Nürnberger Prozesse, die im Namen der Opfer des Holocaust geführt wurden. Motiv und Ort seien ohne Belang, die Schuld trägt der Marxismus, so Guareschi, hier vermutlich in Gestalt der russischen Panzer, die den Aufstand in Ungarn niederwerfen, die Saat des Todes, die Stalin gesät hatte, ist aufgegangen. La Rabbia lässt sich aber auch der Haltung des Autors Guareschi zuordnen als Zorn über den Untergang des alten Europa, wie durch eine wiederkehrende, von ihm selbst angefertigte Zeichnung gezeigt wird. Sie sehen unten die Figur, die Europa personifiziert, die hier als Atlant, sozusagen als Herkules, der die Welt trägt, die beiden Supermächte trägt, hier die Atommächte USA und UdSSR, und unter dieser Gewalt, unter dieser Macht zusammenzubrechen, droht. Das alte Europa ist inkarniert im Weltreich Großbritannien, das in der feierlichen Begräbniszeremonie für George VI. Und der Krönung Elisabeths 1952 seinen letzten Glanz entfalte. Bedroht ist das alte Europa, wie immer wieder ausgeführt wird, durch den sich überall drohend erhebenden Marxismus. Er ist verantwortlich für alle Übel, etwa die Selbstständigkeit oder zur Selbstständigkeit strebenden Kolonien. Europa werde aus Afrika verjagt. Frankreichs Leiden im Indochina-Krieg sei das Leiden Europas. Die alte, vom Kolonialismus gewahrte Harmonie zwischen Weißen und Schwarzen sei dahin, wo Hass und Rache der politisch Unreifen triumphieren. Queen Victoria würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie dies sähe, die junge Herzogin von Kent tanzt mit einem Schwarzen, un Negro. Nicht nur die Sowjetunion, auch Amerika ist ein Feind Europas, das am Suezkanal im Stich gelassen wird, sowohl von der UdSSR wie auch von den USA. Sie sehen, wie sich Europa hier auf der Pyramide niederlassen soll. S'accomodi, setzen Sie sich, sagt also der US-Präsident hier. Und gemeint ist also diese Krise, diese Suez-Krise, die Besetzung des Suezkanals, die eben Frankreich und England versucht haben, wieder aufzuheben.
Die Bilder des vergnügt um die Welt reisenden Präsidentenpaars John und Jackie Kennedy, besonders die letztere, sticht ab gegen die Würde der britischen Monarchin. Auch Kuba ist Amerika. Von einer Dinnerparty schneidet Guareschi auf eine Aufnahme kubanischer Revolutionäre, die auch essen, und zwar barbarisch. Denn sie knabbern an riesigen, unförmigen Fleischstücken. Auch sie werden als unreif und kulturlos dargestellt. Der Film endet mit einer Aufnahme verschneiter Leichen und Guareschi erinnert an die 10.000 Gefangenen, die nicht aus Russland heimgekehrt seien. Mit dieser Besinnung auf die nationale Vergangenheit und Zukunft, gefolgt von einem auf Gott vertrauenden Blick in den Himmel, schließt der Film. Pasolini zog entsetzt über das grauenhafte Machwerk, so seine Worte, Guareschis seinen Namen zurück, als er die finale Version des Films zu sehen bekam. Warum er überhaupt seine Zustimmung zu einer Zusammenarbeit mit Guareschi gegeben hatte, blieb vielen seiner Freunde, zum Beispiel Moravia, unverständlich und bescherte ihm viel Kritik. Er selbst erklärte Guareschi für einen populistischen Konservativen, doch nicht für einen Faschisten gehalten zu haben. Der Film floppte und verschwand aus den Kinos, nach Cameras Vermutung nicht nur wegen der rassistischen Hetze Guareschis, die im politischen Klima einer mehrheitlich angestrebten Politik der linken Mitte kaum willkommen gewesen sein kann und wohl auch Proteste erregt hatte, sondern auch deshalb, weil selbst den mit Pasolinis Position sympathisierenden Zuschauern, wie Moravia ausführte, der, Zitat, immer dunkle und manchmal unentzifferbare Text von Pasolinis Filmessay mit seinen, Zitat, christlichen, barocken und dekadenten Tönungen, Zitat Ende, unverständlich geblieben sei. Es wird ihm aber auch von anderen Manichäismus, eine mit marxistischen Lehren nicht vereinbare, zu deutliche Polarisierung zwischen erster und sogenannter dritter Welt vorgeworfen. Pasolini stelle, so Kamera etwa, die bürgerliche, industrielle Welt als, Zitat, heilloses Böses, als Universo Horrendo, ein in sich geschlossenes, entsetzliches Universum dar, das durch keinen inneren Widerspruch mehr aufgesprengt werden kann. Zitat Ende. Diesem apokalyptischen Bild des Westens stehe die Utopie einer Erlösung durch das Subproletariat gegenüber, dessen revolutionäre Kraft Pasolini in den Befreiungsbewegungen Afrikas in Kuba am Werk sieht. Wenden wir uns nun einer genaueren Betrachtung von Pasolinis Werk zu, um diese Kritiken zu überprüfen. Wie beantwortet er die Frage nach der Ursache für Unzufriedenheit, Angst, Angst vor dem Krieg und für den trotz des sogenannten Tauwetters der poststalinistischen Ära weiter bestehenden Krieges? Auch Pasolini arbeitet mit dem Bild der Atombombe, die die Ära des Kalten Kriegs beherrscht hatte. Doch bei ihm hat sie sozusagen schon gezündet. Sein Filmpoem beginnt und wird strukturiert durch die Aufnahmen nuklearer Explosionen, die entsetzliche Schönheit der pilzförmig sich ausbreitenden, alles überstrahlenden und sich in scheibenförmige Lichtscheiben und geometrische Muster ausbreitenden Atomwolke. Wo Guareschi den fehlenden Ordnungssinn und Autoritätsgehorsam der amerikanisierten Gesellschaft und ganz besonders der Unterprivilegierten, nach Emanzipation strebenden, für die herrschenden Angst verantwortlich macht, ist bei Pasolini die Atombombe, gezündet von den imperialen Mächten, verantwortlich. In der ersten Einstellungsfolge seines Films schließt diese nächtliche, unheimliche Erscheinung an eine Aufnahme des taghellen Himmels an. Der durch ihn repräsentierte Raum utopischer Überschreitung der schlechten Wirklichkeit ist im Weltenbrand zerstört worden. Doch wir werden sehen, dass Pasolini das Katastrophische auch wieder durchbricht, dass es diesen utopischen Raum dennoch gibt. Auf das Bild des doch offenen Himmels wird der Schluss des Films zurückkommen und schon an diesen Hinweisen zeigt sich, wie frei Pasolini mit dem Wochenschaumaterial umgeht, wie stark er es fragmentiert und aneignet für eine dichte, ganz eigene Erzählung, die den verstreuten Nachrichten, Enzensberger hat die Wochenschau als einen Scherbenhaufen bezeichnet, einen Sinnhorizont zurückgibt. Ausgangspunkt für diese Erzählung ist die Krise von 1956, markiert durch den Aufstand in Ungarn, der sich gegen die sowjetische Besatzungsmacht und für ein bürgerliches Mehrparteiensystem einsetzte. Wir sehen ein gestürztes Stalin-Denkmal und ein Protestplakat, das aussagt, die Russen ertränkten jedes Recht auf Freiheit in Blut.
Die Rote Armee war in Budapest einmarschiert, um den Aufstand niederzuschlagen, was unmittelbar nach Bekanntwerden der Verbrechen Stalins, der Ermordung zahlreicher Dissidenten und ihrer Verschleppung in Straflager geschah. Diese Ereignisse desavouierten die Sache des Marxismus nachhaltig, und zwar international. Ungarn wurde zum Trauma auch der italienischen und französischen Kommunisten. Später sehen wir, wie von Demonstranten die Parteizentrale der Kommunisten in Paris angezündet wird. Pasolini schließt sich durchaus der marxistischen Lesweise an, die den Ungarn-Aufstand als Konterrevolution wertet und nicht, wie es im Westen offiziell hieß, als bürgerliche Revolution. Dennoch stellt er sich auf die Seite der Opfer. Er klagt Stalin an und gibt ihm die Schuld für diesen Rückfall in die alte Welt des Bürgertums, für das Ende der politischen Vision, die nun im wuchernden Wirtschaftswunderland unkenntlich wird. In Pasolinis Worten, die neokapitalistische Sirene einerseits, die revolutionäre Ebbe andererseits, riefen eine furchtbare existenzielle Leere hervor. Seine politische Hoffnung verlagert sich daher auf die aufbegehrenden Völker der Dritten Welt. Wie Guareschi sieht er sie als Akteure, die die Ordnung untergraben, aber genau darin sucht Pasolini den Ankergrund für Optimismus, für die Aussicht, dass sich das Blatt wieder wendet, was er in einem zeitgleich stattfindenden Geschehen der Krise um den Suezkanal auszumachen glaubt. Der Umschnitt von der Elegie über die Ungarn-Krise ist der erste typische Wechsel von resignativer Trauer hin zu freudiger Begrüßung neuer revolutionärer Kräfte, der den Rhythmus des Films insgesamt, seine Montagelogik, bestimmt. Unmittelbar nach dem Bild der Ungarn-Flüchtlinge, das die Elegie über die politische Krise abschließt, folgen Aufnahmen von ägyptischen Soldaten, die den Suezkanal gegen die anglo-französische Intervention verteidigen, mit Pasolinis Worten, im Namen tausender subproletarischer Völker. Es folgt ein vielteiliges Kapitel über die Aufbruchbewegungen der, wie es heißt, farbigen Völker, über andere Stimmen, angeführt durch andere Autoritäten wie Gandhi in Indien, der durch seinen Kampf gegen Rassentrennung und gegen das Kastenwesen mit für das Ende der britischen Kolonialherrschaft gesorgt hatte und Pasolinis Sympathie ohne Zweifel auch deshalb erwarb, weil er für ein autarkes, von der bäuerlichen Lebensweise geprägtes Wirtschaftssystem einstand. Zur Aufnahme einer Schar von ägyptischen Kamelreitern ertönt aus dem Off das Zitat »Völker mit unschuldiger Wildheit in unsere Wirklichkeit Einlass begehren«, später zu Bildern von Versammlungen und Festumzügen anlässlich von Unabhängigkeitsfeiern in Tunesien, Togo und Tanganyika heißt es weiter, die eintreten in eine armselige Freiheit, über die Europa lachen kann, eine elementare Freiheit, die noch den ganzen Weg vor sich hat, auf dem neue Ungerechtigkeiten, neue Irrtümer und Freiheiten warten. Zitat Ende. Von Afrika, dem Pasolini also schon in diesem Film seinen ganzen Enthusiasmus widmet, wird Kuba, unten schon eine Aufnahme, Gegenstand einer besonders eindringlichen, zwischen revolutionärem Jubel und Trauer über die Opfer der Revolution schwankenden Sequenz, ein Wechsel, der auch musikalisch artikuliert wird. Die zentralen Verse im Ritornell inszeniert lauten hier «Combattere a Cuba» als erster Vers und «Morire a Cuba» der zweite Vers. Combattere a Cuba, kämpfen in Kuba, Castros Auftreten folgt erst nach dem Blick auf seine Kämpfer. Hierzu ertönen Gesänge der kubanischen Revolution. Doch in dem Moment, wenn sich mit der Aufnahme eines Strandes an den Wellen brannten, der Blick auf Leichen öffnet, offensichtlich Zivilbevölkerung, wechselt die Musik zum Adagio eines Barockkonzerts von Albinoni. Nun heißt es im Ritornell Morire a Cuba. Bezug genommen wird hier auf die Invasion in der Schweinebucht im April 1961. Und wenn Pasolini sagt, dass unter den Brüdern die Feinde lauern, verweist er damit auf den Umstand, dass dieser militärische Angriff von 1300 Exilkubanern durchgeführt worden ist, mit Hilfe der USA. Nach dieser poetischen Beschwörung revolutionärer Hoffnung in den farbigen Völkern, immer wieder fällt das Wort La gente di colore, kehrt der Film zurück in die Welt der Weißen
um nun in einer längeren Sequenz die Hohlheit der Kulturindustrie, aber auch anachronistischer religiöser und volkstümlicher Bräuche anzuprangern, da sie die existenzielle Leere nur verdecken. Zu dieser dekadenten Welt gehört offensichtlich schon die dadaistisch-veristische Zeichnung von Georges Grosz, Auftakt zu einer ganzen Reihe von abgefilmten Werken der bildenden Kunst. Es zeigt sich, dass Pasolini seine politische Meinung ganz wesentlich als Urteil über eine adäquate und eine nicht adäquate Kunstauffassung artikuliert. Dass die Scham einer Kokotten, einer Dirne, einer Prostituierten durch einen schwarzen Balken verdeckt wird, ist wahrscheinlich einer Zensurmaßnahme geschuldet, eine Maßnahme, die Pasolini hier ebenfalls bewusst ausstellt. Aber auch die Kunst von Grosz wird nicht gutiert, denn sie reproduziert, so würde ich Pasolinis implizite Bewertung deuten, lediglich die alltägliche Vulgarität des Lebens, statt ihm Ausdruck und Sinn zu geben. Es geht weiter mit dem Rummel der Stars. Ava Gardner, einer der Sexbomben der 50er Jahre, auch dieser populäre Ausdruck wird in Pasolinis Text poetisch ironisch fruchtbar gemacht, wird am Flughafen wie ein Staatsoberhaupt empfangen. F5 noch? Sophia Loren wird leicht amüsiert, dabei beobachtet, wie sie offensichtlich gänzlich desinteressiert und allein für die Kamera posierend einem Arbeiter dabei zusieht, wie dieser einen Fisch filetiert. Die wiederkehrend eingeschnittene Aufnahme eines für mich nicht wirklich erschließbaren Bildes von toten Köpfen, die aus einer Kiste gehoben werden, soll offenbar die Nichtigkeit, ja Todesverfallenheit dieser glamourösen Schaueffekte kenntlich machen. Zu diesen entleerten Spektakeln gehört auch die Auffindung einer Christusstatue. Pasolini verallgemeinert diese Episode zu der Aussage, dass die verratene rote Fahne durch ein wiedergefundenes Gottesbild ersetzt wird. Mit anderen Worten, die Revolutionäre wird durch religiöse Hoffnung ersetzt. Den Kulminationspunkt der Polemik gegen die westliche Kultur der Entfremdung bildet die Montage des ersten großen Fernsehspektakels, die Krönung der Queen Elizabeth. Ein besonders aktuelles Thema. Was Guareschi als nostalgisch, als mütterlich huldreiche Autorität des alten Europa erschien, ist für Pasolini eine zwar rührende, aber abgelebte Gestalt, die eine Gefangene des Zeremoniells ist, eine Gefangene der Zeit. Ihr Minderwertigkeitskomplex, so Pasolini, und ihre gute Erziehung verbieten ihr, Leben zu zeigen. 5 Würdenträger helfen ihr, als wäre sie eine Puppe, auf den Thron. Erstaunlicherweise montiert Pasolini diese Bilder monarchischer Autorität mit einer Kritik am sogenannten Formalismus, das heißt der abstrakten Kunst, die durch Werke von Fautrier repräsentiert wird. Pasolini war zwar kein Freund des sozialistischen Realismus in seiner klassischen Gestalt, wie wir noch sehen werden, er teilte aber die unter Marxisten weit verbreitete Auffassung, dass die Abstraktion Ausdruck einer müßiggängerischen Oberschicht sei, die jeden Bezug zur gesellschaftlichen Wirklichkeit verloren habe. Die Wahl des Republikaners Eisenhower zum Präsident im Jahr 1953 führt in der Folge direkt in eine apokalyptische Vision vom Ende der Geschichte. Die hier gezeigte Freude ist eine andere als die revolutionäre Begeisterung auf Kuba. Es ist, Zitat Pasolini, die Freude des Amerikaners, sich gleich zu fühlen mit Millionen anderer Amerikaner in seiner Liebe zur Demokratie im Sinne der Gleichheit des Rassismus, die die Verschiedenheit ausschließt. Mit diesen Militärübungen, weiter Text Pasolini, und mit diesen Waffen, ich paraphrasiere weiter seinen Text, ist die Produktion des Konsums unaufhaltsam geworden. Wenn alle Handwerker und Bauern tot sind, beginnt in den Wüsten der nuklearen Sonne die neue Prähistorie.
Auf einen Kameraschwenk nach oben, der dem Aufsteigen einer Atomwolke folgt, lässt Pasolini einen Kameraschwenk abwärts folgen, der ein marmornes Altarwerk von oben nach unten abfilmt. Wir landen wieder auf der Erde und in einem neuen Hoffnungsraum, der durch die Wahl von Papst Johannes dem 23. aufgebaut wurde, dem Papst, dem Pasolini seinen Matthäusfilm widmen sollte und der hier zärtlich Dolce Papa genannt wird. Wie Kamera ausführt, ist Johannes der 23. ebenso wie Chruschtschow, die zweite positive Leitfigur in Pasolinis Film, ein Heretiker, gemessen an der Orthodoxie ihrer Vorgänger Pius dem 12. und Stalin. Dieser Papst, dem ein sanftes, geheimnisvolles Schildkrötenlächeln, so Pasolinis Text eigen ist, hat erkannt, dass er das Vermächtnis der bäuerlichen und proletarischen Welt retten muss, wo Pius der XII. Die Interessen der Besitzenden und der imperialen Mächte des Kalten Krieges vertrat. Vom Petersplatz und einer mokanten Erinnerung an die Geschichten unserer nationalen Größe, so Pasolini, Le Storie della nostra grandezza, wechseln wir unvermittelt in die Welt der Sowjetunion. Werden wir konfrontiert mit der Figur Lenins aus einem alten Spielfilm. Die Atmosphäre dieser Sequenz ist von einer harmonischen Stimmung getragen. Sie zeigt ein gelingendes kollektives Leben und einen Mediengebrauch, der offenbar als vernunftgeleiteter im Gegensatz zur eskapistischen Dimension der Unterhaltungsindustrie des Westens tritt, denn geschaut wird auf die eigene Geschichte, einen Auftritt Lenins. Die Auseinandersetzung mit Stalin, die schon in der Ungarn-Episode anklingt, wird nun fortgesetzt auf der Ebene der Kunst. Eine Führung durch ein sowjetisches Museum zeigt in Nahaufnahme typische Werke des sozialistischen Realismus, der einer Idealisierung der menschlichen Gestalt als Träger des sozialistischen neuen Menschen frönte. Wohl mit Bezug auf die damit einhergehende Idealisierung der Führungsgestalt Stalin wird Kritik formuliert. In diesen Bildern hören wir die Stimme des Museumsführers, tatsächlich freilich die Stimme eines der Synchronsprechers, ist unser Irrtum enthalten. Wir sollten Ihnen, diesen Bildern, Lebwohl sagen, wie einer ganzen Epoche unseres Lebens. Wir werden von Neuem beginnen müssen, dort, wo es keine Gewissheit gibt, wo das Zeichen hoffnungslos ist und die Farben schreien und die Gestalten sich krümmen wie die Verbrannten von Buchenwald. Zitat Ende. Diese gekrümmten Zeichen liefern die folgenden Bilder Renato Guttusos, der als KP-Mitglied für einen modernistisch modifizierten sozialistischen Realismus steht. Vor allem expressionistische und kubistische, picassoeske Deformationen der menschlichen Gestalt sind für die eingeforderte Absage an den Personenkult in Anspruch zu nehmen. Ich vermute im Übrigen, dass diese Bilder nicht aus einer Wochenschau stammen. Vertreten ist unter anderem das Hauptwerk der Kreuzigung, das ich hier nochmal farbig hier hingestellt habe, die Kreuzigung von 1941, eine Ikonografie, die Pasolini auch im Weiteren aufnimmt und die er wie Guttuso zur Ikone des Leidens in der Geschichte der gescheiterten Revolutionen verallgemeinert. Hier oben die Tuschzeichnung, die zweimal wiederkehrt im Film, mit wahrscheinlich Arbeitern, die gerade bei einer Pause sind und die deutlich machen, dass der Stil von Renato Guttuso auch mit dem von Max Beckmann vergleichbar ist, der uns hier in Frankfurt ja besonders gegenwärtig ist. Den Bildern Guttusos, dem korrigierten sozialistischen Realismus also, folgt ein Kapitel zum Algerienkrieg, der zwischen 1954 und 1962 tobte und mit der Niederlage Frankreichs und der Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich endete. Die hier gemäß Pasolinis Worten stattfindende subproletarische Revolution der FLN korrigiert den Irrtum Stalins. Die algerischen Freiheitskämpfer tragen den von Stalin veruntreuten revolutionären Impuls weiter. Pasolinis ganzer Zorn gilt dem heute auch nachweislich mit großer Grausamkeit vorgehenden Kolonialherrn Frankreich. La Francia l'odio, la peste, heißt es immer wieder. Pasolini arbeitet oft mit der eindringlichen Wirkung solcher Ausrufe. Begründung finden Sie sogleich. Anstelle der akklamierenden Menge
hört man in der Sequenz, die einen Auftritt de Gaulle zeigt, knatternde Maschinengewehre, was Carsten Witte als ein Beispiel der von Pasolini verwendeten Kollisionsmontage anführt. Für sein trotz des vermeintlich nur journalistischen Anspruchs entfaltetes Kino der Poesie adaptiert er also die Montagestrategien des russischen Revolutionsfilms. Den Schluss der Algerien-Sequenz bildet eine Hymne auf die Elenden der Welt, Gestalten aus der Vergangenheit, aus der Zeit vor dem Neokapitalismus. Pasolini solidarisiert sich mit den Nomaden, den Hirten, den Land- und Lohnarbeitern, kurz den Analphabeten Arabiens. Dem geschundenen Körper eines Gefolterten schreibt er, wie Carsten Witte zutreffend deutet, Sinn ein. Auf dein Mal schreibe ich deinen Namen, Libertà, heißt es aus dem Off. Die Freude über die gefundenen Genossen weicht hier nun aber wieder der Einsicht in den unauflöslichen Schrecken. Nell'animo nel mondo, im Geist wie in der Welt. Der Krieg ist nicht zu Ende. In der zweifellos überraschendsten und von Pasolini selbst besonders hervorgehobenen Montagesequenz des Films erscheint das Bild Marilyn Monroes nach einer Kette von Atomexplosionen und zwar in einer ganz anderen Deutungsperspektive als die Bilder der Stars Ava Gardners und Sophia Lorenz zuvor. Gemeint ist der Suizid Monroes, die Entscheidung der Schauspielerin, sich das Leben zu nehmen und damit, wie Pasolini poetisch projiziert, dem Übergriff der kapitalistischen Gesellschaft auf ihre Unschuld und die Inbesitznahme ihrer Schönheit eine radikale Antwort entgegenzustellen. Marilyn wird als kleine Schwester des Künstlers Pasolini angesprochen, der sich hier, wie Kamera formuliert, rückhaltlos und glücklich einer ekstatischen, mystischen Vision hingibt. Ich möchte meinerseits an die Filmtheorie Pasolinis erinnern, die, etwa im Aufsatz über das unpopuläre Kino, die Entscheidung für den Tod und gegen das Selbsterhaltungsgesetz des Konformismus als Basis, als metaphorische Basis freilich, aller authentischen Kunst versteht. So meine ich, dass er Marilyn als Märtyrerin ihrer Schönheit auch zur Ikone einer revolutionären Kunst überhöht. Bilder eines süditalienischen Passionsspiels in der Mitte mit Christus als Schmerzensmann und Aufnahmen von zerbrochenen Puppenkörpern unterbrechen die Kette der Fotografien Monroes. Ich lese ein Stück aus dem vielfach abgedruckten Gedicht vor, das zu dieser Sequenz vorgetragen wird, und zwar in der Übersetzung von Hans-Ulrich Reck. Von der alten Welt und der Welt der Zukunft ist allein die Schönheit geblieben, und du, arme kleine Schwester, die du den größeren Brüdern nacheiferst und mit ihnen weinst und lachst, um sie nachzuahmen. Du, kleine Schwester, diese Schönheit hast du dir demütig aufgeladen und deine Seele einer Tochter kleiner Leute hat niemals um ihren Besitz gewusst, weil sie sonst nicht Schönheit geblieben wäre. Die Welt hat sie dich gelehrt, so ist deine Schönheit die ihre geworden. Ich lasse jetzt etwas aus. Aber du bist weiter Kind geblieben, dumpf wie das Altertum, grausam wie die Zukunft und zwischen dich und deine von Macht besessene Schönheit haben sich der ganze Schwachsinn und die Grausamkeit von heute gedrängt. Du hast sie immer hinter dir hergetragen wie ein Lächeln zwischen Tränen. Ich lasse wieder etwas aus. Jetzt endlich blicken die älteren Brüder zurück, unterbrechen für einen Augenblick ihre verfluchten Spiele. Das ist dann zu diesem hier. Ihre verfluchten Spiele wenden sich ab von ihrer erbarmungslosen Zerstreuung und fragen sich, ist es möglich, dass Marilyn, die kleine Marilyn, uns den Weg gezeigt hätte? Nun bist es du, jene, die nicht zählt, arme Kleine mit ihrem Lächeln. Du bist die Erste jenseits der Türen der Welt, ihrem tödlichen Schicksal überlassen. Die ihrem tödlichen Schicksal überlassene Welt wird wieder in das in der Atomwolke visualisiert, auf die unmittelbar, dadurch auch formale Korrespondenzen stiftend, wieder eine Aufnahme eines Gemäldes von Fautrier folgt, dem hier im Städel gut vertretenen informellen Maler. Mit Marilyns Demut kontrastiert La classe padrone della bellezza,
Die besitzende Klasse, die Reichtum für das allein erstrebenswerte Ziel des Lebens hält und die Schönheit allein im Formalen ausmacht. Den Anschluss an den Flug des weiß-goldenen Täubchens Marilyn Monroe stellt die letzte Sequenz des Films mit Aufnahmen des sowjetischen Kosmonauten German Stepanowitsch Titow her, der im August 1961 den ersten orbitalen Raumflug der Geschichte durchführte. Ich glaube, es war den zweiten Flug durchführte. Der Film zeigt den Blick des Kosmonauten aus dem All auf die Erde und unterlegt ihn ausgeweitet auf die gesamte Sequenz, eine versöhnende Bedeutung, die ich nach dem von Kammerer zitierten Text zitiere. Ich fliege nach Westen. Und mein Flug ist der einer einfachen Schwalbe, die ankündigt, dass unvermeidlich der Mai kommt. Eine Zivilisation hat da unten triumphiert. Plötzlich kündige ich ihren Tod an. Von dort oben, Genosse Chruschtschow, waren alle mir Brüder, Bürger und Arbeiter, Intellektuelle und Subproletarier, Russen und Amerikaner. Ich weiß, Genosse Chruschtschow, es war eine Augentäuschung und im Gegenteil, viel gewaltiger und unüberbrückbar war der Abgrund zwischen uns, die wir im Kosmos flogen, und den Milliarden von Armseligen, die sich an die Erde klammern wie verzweifelte Insekten. Deshalb müssen die Wege des Himmels Wege der Brüderlichkeit und des Friedens sein. Wieder eine Auslassung. Denn Genossen und Feinde, die Revolution erfordert nur einen Krieg, den in den Köpfen der Menschen, damit sie der Vergangenheit überlassen, die alten, blutigen Straßen der Erde. Die Todesmutigkeit des Kosmonauten, der sich freiwillig in den Orbit begibt, sich aus dem Lebensraum der Atmosphäre entfernte, wird, wie die freiwillig in den Tod verschwundene Marilyn, mit der Passion Christi verglichen. Von unten nach oben abgefilmt erscheint das manieristische Gemälde der Grablegung von Pontormo, das in La Ricotta, der ebenfalls 1963 gedreht wurde, eines der beiden nachgestellten Tableaus abgeben wird. Aufgrund der Affinitäten Guttusos zu diesen manieristisch übersteigerten Formen, Farben und Gesten wird von hier aus deutlich, dass diese Wahl der Gemälde eine politische ist und das Stalin-kritische Bekenntnis zur Sowjetunion untermauert, mit dem Pasolinis Film La Rabbia schließen wird. Wie sein Vorgänger Gagarin, der manchmal in diesem Zusammenhang fälschlich genannt wird, verließ Titow in etwa 7000 Metern Höhe die Landekapsel und landete mit dem Fallschirm, was in dem Wochenschaubild vermutlich nachgestellt wird, denn der Kosmonaut wirkt allzu entspannt. Sein Blick in den Himmel antwortet auf das erste Himmelsbild des Films und stellt gleichsam den utopischen Raum wieder her, den die Atombombe verstellte. Die Schlussbilder zeigen die Feierlichkeiten anlässlich der Auszeichnung Titows als Held der Sowjetunion. Kann ich jetzt nochmal zurückgehen oder ist jetzt schwierig, jetzt bin ich wieder an den Anfang gesprungen. Geht gar nicht. Nach oben? Geht nicht. Das lässt sich nicht transportieren. Also ist es nicht so schlimm. Ja, das war's. Aha, mir fehlt komischerweise ein Bild, ausgerechnet das letzte. Ja, aber Sie werden es ja auch gleich sehen. Wie auch immer, vielleicht ist der Film auch ganz anders. Die Schlussbilder jedenfalls zeigen die Feierlichkeiten in dieser Version, als Titow zum Held der Sowjetunion ausgezeichnet wurde. Und nach dem brüderlichen Kuss von Nikita Chruschtschow auf dem Roten Platz folgt eine Totalaufnahme des jubelnden Volks, das Transparente mit dem Bild seines Helden Titow hochhält. Mit diesem Bild eines glücklichen Kollektivs, das mit seinen Anführern eins ist, endet der Film. Von einer Preisgabe kommunistischer Überzeugungen zugunsten
zugunsten einer völligen Identifizierung mit einem postkolonialen Subproletariat, wie von Kamera angedeutet, kann nicht die Rede sein. Der Film lässt sich auch nicht, wie Bernhard Groß formulierte, als ein reines Requiem verstehen, denn der dekadenten Gesellschaft des Neokapitalismus wird der Glaube an politische Alternativen durchaus entgegengesetzt. Allerdings ist der anti-analytische Duktus des Sentimento Poetico, dem Pasolini nach eigenen Angaben folgte, nicht außer Acht lassen. Das Material der Wochenschauen und die Reden der Politiker werden überschrieben von einem neuen Text und einem neuen Sinn. Sie werden zum Material eines Filmkunstwerks, denn das ist wohl Pasolinis Überzeugung, allein in der Kunst kann der Impuls zur Revolution sich angemessen radikal äußern. Ich danke Ihnen. Ich höre euch am Ende. Kann ich das verstehen? Ja, vielen Dank. Wir sind dann gespannt, wie sich der Film, den wir heute sehen, davon unterscheiden wird. Und wir machen jetzt, wie Sie es gewohnt sind, auch eine kurze Umbaupause von circa 10 Minuten. Das Filmcafé hat auch noch geöffnet. Sie können sich auch nochmal mit einem Getränk ausstatten und durch den Gong signalisieren wir dann, wenn es weitergeht. Bis gleich. Ja, das war wohl der erste Film dieser Reihe mit einem ganz regulären Abspann. Und ja, ich gebe Ihnen das Mikro, Frau Prange, und Sie können noch mal Fragen stellen. Ja, ich war jetzt sehr überrascht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der Film von 1963 jetzt ergänzt worden wäre, so im Sinne von Master's Cut, also dass sozusagen immanent die Sache ergänzt worden wäre. Das war aber nicht der Fall. Der Film war genauso hier abgespielt, wie er überliefert ist. Also in dieser Version von 1963, da war jetzt waren keine neuen Elemente. Es war natürlich eine hervorragende Qualität, es war jetzt sehr schön zu sehen. Auch die Farbigkeit, die Buntfarbe, die bei den Gemälden von Guttuso da reinkommt und diese ganze Zuspitzung auf die Kritik des sozialistischen Realismus und dieses Ideal der Malerei, das kam jetzt sehr schön raus durch diese Farbigkeit und überhaupt, es war ein Genuss, das zu schauen. Aber es ist ja eigentlich nur eine Ergänzung, dass also um diesen Film herum sind Materialien angelagert worden, was ich eher so im Sinne von Bonusmaterial oder Making-of verstehe, also so ein Format ist es eigentlich. Und der Anfang, ich kann diese Materialien nicht jetzt so auf die Schnelle identifizieren, was da gezeigt wurde. Also meine provozierende Überlegung wäre eigentlich eher, ob Pasolini dies, falls diese Teile am Anfang, die ja zu dieser Hypothese des Ursprungsfilms da gezeigt wurden. Also ich verstehe gar nicht, wie Bertolucci jetzt sagen kann, er hat eine Konstruktion des originalen Films gemacht, weil er hat ja eigentlich einen völlig losgelösten Teil am Anfang gezeigt, dessen zustande kommen ich nicht deuten kann. Also ob er das im Archiv so gefunden hat, wie es hier gezeigt wurde, oder ob er da noch was selber arrangiert hat. Ich glaube eher Letzteres, dass da noch was dazu kam. Also mir scheint, wenn es tatsächlich Material war, war es aus diesem Wochenschau-Material von Pasolini schon rausgesucht und vielleicht auch montiert worden ist, dann scheint mir, dass er das vielleicht doch mit Absicht weggelassen hat, weil es ja sehr unpolitisch war. Also es hatte eben nicht diese Fokussierung auf die großen politischen Ereignisse und diese Geschichten und Ereignisse des ja, Tauwetters, der Entstalinisierung. Was ist Ihre Meinung dazu? Also waren auf jeden Fall auch Ausschnitte aus den Dokumentarfilmen drin, die wir jetzt diesen Monat gezeigt haben. Also das ist natürlich ein Element noch. Aber wenn Sie eine Frage haben, geben Sie mir ein Zeichen und ich komme zu Ihnen. Das will ich mit anders was sagen, dann frage ich mal was mir durch den Kopf gegangen ist. Das bezieht sich aber auf einen ganz anderen Film. Da würde ich einfach, wäre ich froh, wenn Sie mir helfen können. Ich habe ein Zitat gehört, also in diesem Originalfilm L'Arabia, ein Gedicht, und das meine ich gehört zu haben in Maps to the Stars von David Cronenberg. In your hand I write the name Liberty. Das wird da permanent zitiert und ich habe das bei dem Film nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob sich jemand auch an das erinnern kann. Der Film ist ein Jahr alt, glaube ich. Ne? Und jetzt frage ich, warum hat der Cronenberg das gemacht? Cronenberg hat das zitiert, meinen Sie? Ja, das ist als Gedicht permanent von einer Heldin
die auch eine zornige Person ist. Aber es wäre natürlich jetzt eine Frage über das, wie der Cronenberg den Pasolini höchstwahrscheinlich rezipiert oder so als. Aber Könnte Sie sein, können es ob, gar nicht bestätigen jetzt. ja, nein, das Ne? kann ich jetzt nicht sagen. Ich nehme das gerne auf und muss man Nachforschungen anstellen, ob das eine direkte Rezeption sein kann oder ob diese Zeile, ich schreibe deinen Namen Freiheit, ob das nicht sozusagen eine Zeile ist, die doch auch schon ja, irgendeine Klassizität hat, also vielleicht etwas ist, was öfter so formuliert wird. Also was, das hat ja ein gewisses Pathos, eine gewisse Ikonizität, ne? Diese Formulierung, die er da gewählt hat bei bei der Algerien-Sequenz, meinen Sie, ne? Diese Aber es ist ja verwundeten wahrscheinlich von Körper. ihm, Ja. das alles Gedichte von Pasolini sind. Ja? Ja, ich kenne mich mit Pasolini als Dichter jetzt nicht gut aus. Er selber hat aber auch behauptet, dass er für diesen Film selbst die Verse geschrieben habe, was ja nicht ausschließt, dass die vorher in irgendeiner Form schon vorgelegen haben, vielleicht vorbereitend. Aber er hat beansprucht, dass er für den Film die Texte, also diese Verse geschrieben hat. Ja, Ja. mir ist nur aufgefallen bei dieser, mich hätte natürlich jetzt interessiert, ob Sie diese Perspektive auf den Film so teilen, nachdem Sie ihn gesehen haben, also diese Bewertung, die er da vollzieht. Ich hatte ja ein bisschen in Abgrenzung von bestimmten Forschungsmeinungen geäußert, dass mir scheint, dass er doch hier 1963 sehr pro Sowjetunion argumentiert und hier zwar dieses Subproletariat in der Dritten Welt, das ist ganz wichtig und das wird sehr stark gemacht. Aber also mir scheint doch, dass er hier keineswegs aus dieser klassischen Argumentation in einem Stalin-kritischen Aspekt, dass er hier keineswegs aussteigt aus dieser marxistischen Position, dass jetzt die Sowjetunion wirklich da steht mit Chruschtschow als einem Ideal. Das fand ich doch interessant an dem Film. Und die Auswahl des manieristischen Bildes Pontormo hat nochmal für mich ein Licht geworfen auf La Ricotta, das er ja zur selben Zeit dreht. Und er ist ja gerade, als er diesen Film, als es diesen Ärger gibt mit Guareschi, ist er gerade damit beschäftigt, eben mit diesen ganzen gerichtlichen Auseinandersetzungen, mit dieser Zensur zu Ricotta und muss sich da ständig zur Wehr setzen. Deshalb ist er da auch, glaube ich, in diesem Streit mit Guareschi irgendwie vielleicht nicht so ganz scharf aufgetreten, weil er da so eingebunden war in diese Sache mit La Ricotta. Also mir scheint, dass er mit diesem Bild von Pontormo, das sozusagen innerhalb dieses Films als eine Kritik am sozialistischen Realismus und eben doch ein sozialistisches Kunstideal eingeführt wird, dass man mit dieser Perspektive aus dem Film auch nochmal an La Ricotta rangehen könnte, dass man also da sieht, wie politisch das gemeint ist. Also solche Dinge hatte ich ja gemeint, hier als Beobachtungen reintragen zu können. Aber wenn kein Widerspruch kommt, dann nehme ich mal an, das war überzeugend. Vielleicht noch eine Frage. Wissen Sie noch ein bisschen was über diesen Giuseppe Bertolucci? Wie der dazu kam? Hat der irgendwas vielleicht sogar Ist ja ein mit. Freund von Pasolini schon immer Nee, nee, das ist gewesen. ja ein anderer. Ach, ist ein anderer? Ja. Ach so, das habe ich noch gar nicht verstanden. Ja, Bernardo Bertolucci war der andere. Und ich Ah weiß gar nicht, ja. ob das jetzt nur eine Aha. reine Namensgleichheit ist oder. Sind die irgendwie verwandt? Also ich habe das Das weiß ich. irgendwie so Ist das der Sohn? assoziativ auf die Verwandtschaft, auf die Bekanntschaft zurückgeführt, aber das ist sozusagen dann eine familiäre Beziehung doch zu dem ehemaligen Freund von Pasolini, den er ja schon früh kennenlernt. Ich habe mich halt gefragt, Ja, wieso es nein, dann nicht, das wieso es nicht ich. Bertolucci selbst, also der Vater macht, der ja dann wesentlich näher an Person dran ist. Also. Ja, ich habe das sowieso falsch verstanden anscheinend. Also ich kann zu dieser Version von 2008 wenig sagen. Und es ist ja auch gar keine Version, ne? Also wie sich jetzt zeigt, es ist eigentlich nur eine Reihung von Materialien um diesen Film herum.
sehr interessant, aber ja kein eigener Film, also etwas ganz anderes, als er ja angibt. Wo dieses die Pasolini ja eigentlich fast sogar ein bisschen irreführend ist, weil man ja denkt, es ist von Pasolini, also das, und es ist eigentlich über Pasolini, was wir jetzt. Irreführend, ja. Ich finde das auch ein bisschen, er arbeitet hier mit dem neuen Interesse an Pasolini und gibt hier ein Format heraus als Film, was gar kein Film ist oder gar keine Rekonstruktion ist. Aber es war trotzdem sehr schön. Ja. Wenn es sonst keine Fragen gibt, würde ich sagen, auch. Ja, dann. Sagen wir herzlichen Dank für diesen spontanen Vortrag. Regine Brange, Dankeschön. Ja. Und es geht, ja, einen herzlichen Applaus. Und in danke zwei Wochen geht es dann zu unserem großen Abschluss dieser Pasolini-Lecture-Reihe, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Cesare Casarino, einer der größten Pasolini-Kenner weltweit, kann man sagen, wird zu uns kommen und über Mamma Roma, den vielleicht ja, größten Film. Also, es gibt viele große Filme von ihm, viele größte Filme. Mein Lieblingsfilm ist es jedenfalls von Pasolini. Schauen Sie sich unbedingt an, es ist eine wunderbare Kopie. Und jetzt kommen Sie gut nach Hause. Bis bald. Tschüss. Bitte schön. Dankeschön.